Wann mein Vater nach Hause gekommen ist, kann ich nicht sagen. Wenn da Soldaten, die demobilisiert wurden, bei uns durch Tempelhof zogen, bin ich immer hingerannt. Aber meinen Vater habe ich dabei nie gesehen. Eine Sache, die noch gerade in diese Zeit fällt, 1923, die Inflation. Da hat meine Schwester vorm Bäckerladen gestanden, ich beim Fleischer, und haben dann gewartet, bis mein Vater von der Arbeit kam. Der hatte einen Rucksack voller Geld. Und da hat er uns dann Pakete gegeben, da haben wir dann Brot bezahlt oder da ein halb Pfund Wurst oder ein Pfund Fleisch. Nicht? Das Geld war ja nachher wieder einen anderen Tag wertlos. Nicht? Und diese in dieser Zeit verarmten ja viele. Viele hatten ja auch während des Krieges Kriegsanleihe bezahlt aus. Und die wurde ungültig, war nichts mehr wert. Also wer keine Sachgüter hatte, der hat alles verloren. 1927 bin ich aus der 8. Klasse oder 1. Klasse, ich weiß nicht, wie damals die war, entlassen worden. Schuljahr war zu Ende. Da bemühte ich mich um eine Lehrstelle, habe keine Lehrstelle 1927 bekommen, obgleich ich auch gute Zeugnisse hatte. Auch in dieser Zeit war es ja schon, dass die Gymnasiasten, die waren ja älter, ein 14-Jähriger oder ein 17-, 18-Jähriger hat ja andere körperliche Kräfte. Also ich wollte da Schriftsetzer werden. Mein Onkel hat sich auch darum bemüht, abgelehnt. Dann ein anderer Onkel, na dann warst du Maurer, auch nichts. Mein Vater war Schlosser, auch nichts. Also alle Bemühungen sind sozusagen fehlgeschlagen. Und da fing ich an, bei der Firma Jonas als jugendlicher Angestellter. War dann in der Zeit ein besserer Laufbursche. Für eine gewisse Zeit. Das war 27. Bin zu dieser Zeit auch eingetreten in die Gewerkschaft, in den Zentralverband der Angestellten. Und die Zentrale oder die war auch in demselben Haus. Und das führte dann nachher später auch während der Zeit auch dazu, dass ich wegen der gewerkschaftlichen Tätigkeit doch entlassen wurde.